Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die aktuelle Tarotbox hineinschauen. Und zwar ist es die Box für Oktober und November. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Tarotbox ist eine Box, die alle 2 Monate erscheint. Die kostet, ich glaube, 29 Euro müsste das ungefähr sein, ne? Ja, hier haben wir eine dufte Überraschung drin. Das Motto dieser Box könnte nicht passender sein. New World, Leute, eine neue Welt. Ja, die neue Welt ist definitiv auch für mich jetzt ab November tatsächlich sehr bald sehr, sehr intensiv, weil Mr. Bauri dann natürlich schlüpfen wird. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe sie in Kooperation zugeschickt bekommen und ja, vielen, vielen Dank an das liebe Tarotbox-Team an dieser Stelle. Es ist so, dass die Box immer super schnell ausverkauft ist. Also man müsste da einfach den Newsletter abonnieren, den Link setze ich euch mal in die Infobox hinein, ne? Und dann bekommt man eine Benachrichtigung, hey, die Box ist mal wieder verfügbar, gönnen Sie die hart, also so nach dem Motto ungefähr. Und dann kann man sich die bestellen, ne? So. Ich bekomme gerade ein paar Tritte in meinen Bauch. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Das darf der kleine Mann machen. Und hier haben wir dann, wie die Box dann aussieht, wenn man sie aufklappt. Die kannst du so super als Geschenkbox auch weiterverwenden. Und ich rieche hier gerade leider nichts raus, ne? Also so schaut sie auf jeden Fall dann von innen aus. Und dann habe ich hier ein geschriebenes Etwas. Hier gibt es noch mehr dufte Überraschungen für dich. Erfahre alles über die Produkte in der Tao-Box und sichere dir ein zusätzliches Geschenk und exklusiven Rabatt im Tao-Asis Online-Shop. Okay, das ist natürlich auch interessant und auch relativ neu, ne? Also seit der Papierkrise haben ja immer mehr Firmen dazu auch umgestellt oder sind die dazu übergegangen, umzustellen, dass man jetzt halt das Heftchen nicht mehr so in der Box drin hat, sondern einfach einen QR-Code, den du mit dem Handy dann scannst. Ich schau mal, dürfte dann auch alle Cookies akzeptieren, natürlich. So, dann haben wir nämlich hier auch ein Boxenmotto, was ich euch vorlesen kann. Das finde ich auch immer ziemlich schön, ne? Alles neu macht der Herbst. Wenn die Tage kürzer und das Wetter kühler wird, erfindet sich die Natur neu und läutet ihre letzte Phase vor der winterlichen Ruhepause ein. Die Veränderung in der Natur zum Anlass nehmend, steckt auch die Tarotbox New World voller duftender Produktneuheiten, die den Abschied vom Sommer garantiert leichter machen und keinen Herbstblues aufkommen lassen. Entdecke jede Menge duftende Überraschungen aus den Bereichen Raumbeduftung, Aromatherapie und Aromakosmetik, die ganz neu im Tao-Asis-Sortiment sind und erlebe, welch duftende Glücksmomente der Herbst für dich bereithält. Ja, das ist sehr schön und mag ich auch. Also entweder, also ja, ich muss gucken, wie das dann mit Baby wird und so, aber wir haben ja so einen Waschball zum Beispiel und da gebe ich gerne ätherische Öle rein, anstatt von Waschmittel zu verwenden. Ne? Also da verwende ich auch super gerne die Produkte aus der Tao-Box zum Beispiel. Die kann man alle auch auf der Tao-Box, auf der Tao-Asis Homepage nachkaufen und ja, ansonsten halt in Raumdiffuser oder so, ne? Oder das ist so schön. Ich gucke eben kurz, was hier so dieses extra ist, was hier nicht in der Box drin enthalten ist, dass wir da einfach schon mal direkt sehen, was es sein könnte. Rose and Mary, ich weiß nicht, ob das hier mit... Ah, hier, Gutschein, Online-Kurs, Aromatherapie für Wetterfühlige. Okay, da gibt es nämlich hier für 14,90 Euro, denn, ne? Das hat es nämlich auch noch an Wert. Egal ob Sonnenschein, Regen oder Schnee, unser Wetter verändert sich regelmäßig und unser Körper muss sich an die ständig wechselnden Temperaturen und Luftdruckschwankungen immer wieder anpassen. Kein Wunder, dass viele von uns in dieser Zeit mit Kopf, jetzt gerade nicht, aber sonst immer, oder Kreislaufbeschwerden und Einschlafproblemen zu kämpfen haben. Ja, definitiv. Ja, inwiefern euch die Aromatherapie unterstützen und euer Wohlbefinden stärken kann, erfahrt ihr in diesem Online-Seminar. Die Aroma- und Heilkräuter-Expertin Elisabeth Kussauer zeigt euch, welche ätherischen Öle sich besonders für Wetterfühlige bei Wetterumschwüngen eignen und gibt euch praktische Tipps zur Anwendung. Das Online-Seminar findet live und per Zoom statt. Dann hast du hier einen Code, den du da entsprechend eingeben kannst und dann hast du entweder am 27.10. die Möglichkeit, das wäre für mich jetzt morgen, schwierig, oder halt am 16.01. Und wie gesagt, 14,90 Euro hat man da als
Dingenskirchen, ne? Wert. So, jetzt gucken wir aber mal in die Box an die Produkte, die hier physisch auch drin enthalten sind. Und da muss man immer etwas wühlen und fühlen, bis man etwas findet. Als erstes habe ich hier Alles Liebe, ein Bio-Raumspray, blumig lieblich. Das ist mein Duft, sowas mag ich ja gerne. 50 Milliliter sind hier drin. Sowas nehme ich wirklich gerne. Für einen Raum, für Schlafzimmer, für aufs Kissen mal so ein bisschen, ne? Oder für wenn Besuch kommt, dass ich das eben kurz über die Couch drüber mache. Ja, ist auf jeden Fall ein angenehmer Duft. Und das scheint dann auch so mit Vanille und mit Pfingstrose zu sein, wenn ich das hier auch vom Bild her richtig sehe. Rosengeranie, Vanille und Ylang Ylang. Okay, sorry. Zeit für Liebe. Wenn Rosengeranie, Vanille und Ylang Ylang in der Luft liegen, wird es kuschelig. Also mach es dir und deinen Liebsten gemütlich. Der blumig-liebliche Naturduft schenkt euch Harmonie und Geborgenheit und sorgt für behagliche Stunden daheim. Siehst du wohl. Ja, finde ich nett. Kann man machen, definitiv. Wir haben, glaube ich, jedes Mal auch einen Raumspray mit am Start. Dann haben wir auch immer wieder so ein paar Öle mit dabei. Teilweise kannst du die sogar essen. Und ich glaube, das hier kannst du essen. Das ist von Baldini bei Taoasis Thymian Rot. Und hier haben wir 5 Milliliter drin und das kannst du für die Haut nehmen. Okay, das ist wohl nicht zum Essen. Manchmal steht es nämlich extra drauf, ne? Aber Thymian ist, glaube ich, auch ein Duft, den du super nehmen kannst, wenn du erkältet bist. Und damit kann man sich dann schöne Massagen machen mit einem Massageöl zusammen. Richtig, richtig cool. Mag ich, finde ich gut. Weil das halt auch so natürliche Düfte sind, ne? Also das ist jetzt nicht so irgendwie überkandidelt oder so. Das mag ich. Dann habe ich von Baldini bei Taoasis den Aroma Roll-On für mich Duft mit Lindenblüte, Iriswurzel und Mandarine Rot. Okay, ja. So, aromakosmetischen Anwendungen dünn auf Schläfen und Handgelenken und, oder Fußsohlen abrollen, 10 Milliliter. Da bin ich ehrlich, habe ich immer mal wieder auch jetzt in der Tao-Box drin gehabt und habe immer gedacht, boah, geil. Habe mir das dann auch wirklich immer irgendwo hingestellt, wo ich das verwenden würde, aber ich habe es nicht verwendet. Ich habe da nicht so gegriffen. Das ist leider nicht so ganz, ja, das, was ich halt im Alltag so verwende, ne? So, dann habe ich hier noch drin enthalten ein entsprechendes Öl. Das ist ein Hanföl, ja, kann man machen. Basisöl für die Schönheitspflege und Aromamassage. Da haben wir 50 Milliliter drin. So, was kannst du, also entweder als Basisöl natürlich verwenden und dann die entsprechenden Duftkomponenten damit hineinbringen, um dann eine Aromamassage zu bewirken. Oder, jetzt gerade für mich halt sehr aktuell, als ja, Körperöl, ne? Das ist halt auch möglich, einfach für meinen Bauchi oder so. Ja, dafür geht das natürlich auch. Ja, ne? Ne? Finde ich auch mal ganz schön. So, weil aktuell ist mit Rückenmassage halt bei mir nicht so leicht. Zum einen kann ich keine Rückenmassage verteilen, weil ich einfach die Kraft dafür nicht habe. Und zum anderen kann ich auch schlecht eine bekommen, weil ich würde mich ja gerne auf den Bauch legen, aber das geht nicht. Sei denn, ich finde irgendwo eine Unterlage, wo ein Loch drin ist für meinen Mr. Bauchi. Und für die Hupis tatsächlich auch mittlerweile. Ich sag's euch. Okay, hier unten drin habe ich was Riesiges. Was Riesiges. Zwei große Sachen. Das ist dann natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Wow, mit dem Krüppelpapier. Diese Geräusche, Leute, ich sag's euch, ne? Okay, einmal gesund und vital. Mit der Kraft ätherischer Öle. Ich meine, dass wir auch sowas schon mal in einem anderen... Haben wir das jedes Jahr einmal drin? Dann hatten wir das bestimmt letztes Jahr nämlich auch in der Box drin. Und genau, das ist nämlich von Sibylle Weigert, natürliche und wirkungsvolle Hausmittel einfach selber machen. Aromatherapie, Basiswissen, 34 Pflanzenporträts und 35 einfache DIY-Rezepte. Normalerweise kostet das 14,90 Euro, ne? Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, dass man sowas hier auch mit drin hat. Weil dann weißt du halt, wofür du die ganzen Öle und Produkte und so weiter auch mit anwenden kannst. Und das ist auch wirklich schön, schön hier beschrieben. Ingwer, Zitronenwasser bei Übelkeit und flauem Magen. Ich bin ein absoluter Fan von Hausmitteln. Ich versuche halt, also in der Schwangerschaft sowieso, aber generell halt mich nicht mit Medikamenten voll zu pumpen, ne? Und versuche halt erstmal so mit Hausmitteln zu arbeiten. Und wenn dann halt alles nichts mehr hilft, dann kann ich das entsprechend umsetzen. Hier sind erstmal diese ganzen Pflanzen auch erklärt mit der Wirkungsweise, den Eigenschaften und so weiter. Und dann hast du hier halt, ich finde das schön, die ganzen Hausmittel. Gut, heutzutage hast du Internet, ne? Da ist es dann mit Büchern immer so eine Sache, aber ich finde so ein schönes Buch ist halt immer irgendwie cool.
Ich bin ein Buchfan. Ich habe heute noch ein Buch von Danny Pelletier durchgelesen, ne? Während ich halt am CDG hing. Dann ist es halt irgendwie schön. Ganz uneigennützig, weil sie selber Bücher schreibt. Läuft. Aber kleine Eigenwerbung. Sammy, endlich ankommen. Und bald kommt auch Buch Nummer 2 raus. Ne? Wisst ihr Bescheid? Auf jeden Fall finde ich das cool. So nämlich. Habt ihr jetzt davon. Dann habe ich hier unten noch was drin. Das ist, glaube ich, die Zeitschrift, die ich auch schon eben online kurz gesehen hatte. Das mit dem Kugelpapier wird hier immer leicht übertrieben, aber gut. Rose and Mary, wir lieben Düfte, Bauchgesundheit, welche Öle bei Bauchweh wirklich helfen. Sowas ist so cool. Aromatherapie für Schwangere und Mütter. Hallo, hallo. Warum Naturdüfte in der besonderen Zeit nicht fehlen dürfen. Hör auf deinen Bauch. Warum deine Intuition oft recht hat. Bauchgefühl. Wie cool ist das, bitteschön. Do it yourself. Naturkosmetikrezepte. Das finde ich toll. Das ist ja voll mein Ding jetzt gerade, oder? Wahnsinn. Ja, schön. Das werde ich mir schön reinziehen und durchlesen und gönnen. Das finde ich klasse, Leute. Ne? Mega. Also für mich halt einfach gerade genau passend. Und falls man jetzt gerade nicht selber schwanger ist oder jemanden kennt, der schwanger ist oder so, gibt es immer natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich habe selber Bauchweh, was kann ich dagegen tun? Ich habe selber Menstruationsbeschwerden, was kann ich dagegen tun? Und viele Dinge, die ich gegen Menstruationsbeschwerden genommen habe, Leute, haben tatsächlich auch gegen Übungswehen, Senkwehen und so weiter, Bauchschmerzen im Allgemeinen, Bauchdehnungsschmerzen und so, hat richtig geholfen. Also Wärme, diese wunderschönen Menstruationswärmepflaster, yo, habe ich mir gegönnt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwie, das ist halt schwierig, ne, weil du hast hier eine Box mit so viel Krüppelpapier, ob da noch irgendwo was ist, was gezeigt werden möchte, da kann ich auch online gucken, ne, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Es krümmelt hier alles voll. Okay, also wir haben das Buch, wir haben das Raumspray, wir haben das Thymianöl, wir haben das Hanfbasisöl, wir haben den für mich Roll-On, wir haben das Heftchen, wir haben über den Ölkurs gesprochen und das war es dann auch schon. Es wirkt immer so wenig, weil es halt sehr hochwertige, hochpreisige Produkte sind, ne? Aber wir liegen werttechnisch immer echt gut auf. Also da muss man sich wirklich nicht beschweren. Und ich weiß auch, dass diese Box hart gefeiert wird. Die ist ja nicht ohne Grund immer so schnell ausverkauft, ne? Deswegen, also falls ihr Bock auf so eine Aromareise habt und euch einfach mal so ein bisschen auch mit diesen alternativen Geschichten auseinandersetzen möchtet, kann ich euch nur empfehlen, euch wirklich mal die Box anzuschauen, den Newsletter zu abonnieren, vielleicht dort einfach mal auf der Homepage euch umzuschauen. Und ja, denn ich finde, sie lohnt sich halt immer wieder. Es ist für mich jetzt halt wirklich die passende Box schlechthin, als hätte Tao Ase sich gedacht, Mensch, mit Claudi arbeiten wir doch quasi zusammen, die kriegt immer eine Box. Was könnten wir wohl für eine Box zusammenschustern, die 1A auf sie abgestimmt ist? Ne? Das ist echt heftig. Ihr Lieben, schreibt mir mal gerne in die Kommentare hinein, wie ihr die Box so fandet und dann war es das auch hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!